auch mal am dritten Gang losfahren. Macht nichts und fährt bis zur achten Meile in einen Gang. Drehmoment hat er. Wie viel? Alles. Ja, trotz der sind immer noch eine 11,3 mit 215 und rechts eine 12,8. Jetzt habe ich gespuckt. Das Ding eine Rakete oder nicht? Genau deswegen ist das ein Cash-Day-Teilnehmer. Genau deswegen. Achte Meile 6,0, 191. 60 Fuß, 1,5 Sekunden. Sehr schön. Motor an, schade Schokolade. Aber der Plate fährt weg, ne? Einfach so. Ah, fahr nochmal, komm zurück. So, was hat der Plate gemacht? Wenn der Gundli läuft, eine 9,7. 10,5 Sekunden, war ich im Track-Modus. 10,5, 225. Trotzdem noch Probleme, aber super, ne? Ja, und fährt hier eine 11,3, 227. Alle vier Räder. Oh, oh. Junge, Junge. Ja, Gewinner. Rechte Bahn. '99 jetzt bei Juan Decorado. Hatte natürlich Glück. Kann jetzt aber, wenn er möchte, ganz entspannt drüber fahren. Ah, er macht doch entspannt, sehr schön. Wenn jetzt alles funktioniert, dann fahrt er in die Moto Cugano. Ist er genauso schnell wie in der Klasse. Im RS3.
Punktabzug sieht für die Nils aus. Und das Ding fährt er nach Hause mit der 10-1 zu der 10-9. Ist das Endrohr weggeflogen?